Ja, moin, hier ist Chris, Victoria Pater Spiele. Es ist Mittwoch, ein Comic und ich habe dabei Sangre. Sangre ist im Splitter Verlag erschienen. Wie immer in einem robusten Hardcover, so knapp über 50 Seiten. Es ist Band 1 einer auf 8 Teile angelegten Saga. Und da kennt man ja schon so ein bisschen 8 Bände. Da geht schon leicht mal so in epische Gefilde und das ist auch gut so. Es ist eine Fantasy-Saga und stammt aus der Feder von niemand Geringerem als Alestan. Und Alestan ist für mich auf jeden Fall so mal so ein Siegel, wo ich weiß, alles klar, da lasse ich mich gerne auf mindestens 8 Bände ein und warte auch gerne ein bisschen, bis ich so eine Geschichte dann mal abgeschlossen, sag ich mal, zu Hause habe. Denn Alestan, auf den bin ich zuerst gestoßen mit Die Feuer von Askel. Das war damals noch im alten Splitter Verlag, der mit diesem Splitter Verlag hier außer dem Namen wirklich gar nichts zu tun hat. Und kurz darauf kam eine Serie Landfäust von Treu. Feuer von Askel waren 2 Bände, das war so die Hauptstory. Danach gab es noch einen dritten, der eigentlich mit der Hauptstory nicht mehr viel zu tun hatte. Landfäust von Treu waren mehr Bände, ich weiß nicht, irgendwo zwischen 5 und 7. Ich habe es ein bisschen, ist mir entfallen. Aber es waren auch einige. Und es war eine super humorige Fantasy-Serie mit einer wirklich gelungenen Story. Und ich meine, die wird auch immer noch aufgelegt. Später kam noch Troll von Treu, Landfäust der Sterne und so weiter, die kenne ich jetzt nicht. Soll aber auch nicht schlecht sein. Und aktuell hat er ja zum Beispiel neben dieser jetzt begonnenen Serie beim Splitter Verlag auch noch die Schiffbrüchigen von Itak. Da kommt, glaube ich, Band 12 jetzt demnächst oder so. Die kenne ich aber auch bisher nicht. Die Gemeinsamkeit bei den Schiffbrüchigen von Itak ist aber der Zeichner. Und zwar ist das der Herr Floch. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus, wie immer. Ebenfalls bei dieser Serie den Pinsel schwingt. Ja, worum geht's hier? Es ist ein kleines Mädchen, Sangre, die sehen wir hier. Obwohl kleines Mädchen nur am Anfang. Dieses kleine Mädchen verliert bei einem brutalen Piratenüberfall ihre Eltern, gesamte Familie, Anhang, alles weg und ist plötzlich alleine auf den Welten, sage ich mal, in diesem Universum. Und die Eltern waren so umherziehende Weinhändler, Winzer, Bauern, wie auch immer, also so eher so die Arbeiter- und Bauernschicht. Sie kommt daraufhin als Findelkind in eine Art Internat, wo aber auch nicht nur unterrichtet wird, sondern auch, unterrichtet schon, aber auch das Ganze so ein bisschen in die übernatürliche, magische Richtung geht. Allerdings ist sie da nicht lange, sie wird gemobbt von den hohen Töchtern, die ebenfalls auch da sind, und sie wird das Internat letztendlich verwiesen. Das war aber letztendlich unausweichlich, weil das war im Grunde vorprogrammiert, das Ganze. Sie hat dann nur eine Verbündete im Grunde gehabt unter diesen Oberinnen, Lehrerinnen. Die war ist dann später aus Gründen, die hier geklärt werden, weg. Und da dementsprechend war da dann auch nichts mehr zu holen. Ihr Ziel, das sie sich gesetzt hat, ist natürlich, 8 Bände brauchen wir dafür, Rache. Rache an den Piraten, die ihre Eltern und ihre Familie getötet haben. Und das auf eine relativ brutale Art und Weise. Sie hat eine Fähigkeit, dieses Mädel, sie kann die Zeit anhalten. Für Bruchteile von Sekunden, muss damit immer mit ihrem Augenlicht bezahlen, ebenfalls auch für eine bestimmte Zeit. Allerdings länger, als sie die Zeit letztendlich angehalten hat, wird sie danach irgendwann blind. Das sind, sag ich mal, so die Ausgangspunkte. Die Welt wiederum ist sehr faszinierend, oder beziehungsweise die Welten. Es ist ein Universum, das aus mehreren Welten oder Planeten einfach besteht und das durch Portale miteinander verbunden ist. Dann gibt es da so eine Magiergattung, die diese Portale bewacht. Und durch Luftzeichnungen von komplizierten Runenschlüsseln und in die Fingernägel oder unter die Fingernägel tätowierten Runen können diese Magier also Tore eröffnen von Welt zu Welt. Und so wird also in diesem Universum dann per Drache gereist. Das ist eigentlich eine sehr cooles Universum, muss ich sagen. Es gefällt mir unheimlich gut, diese Welt. Hätte ich gerne so als Rollenspiel, Pen-and-Paper-Welt, wäre das hier auf jeden Fall eine gute Sache. Aber jetzt sind wir schon einen Schritt weiter. Wir gucken uns jetzt einfach mal die Zeichnung an und sehen uns dann zum Fazit hier gleich wieder. Ja, hier sehen wir auch schon auf der ersten Seite so einen Blick in die Landschaft, auf dieser zentralen Welt, wo also die Hauptstory im ersten Band spielt. Und sehen hier diese Familie, die da heranrauscht, praktisch, das ist diese Winzer-Bauern-Familie, wo auch die Sangre eben drin aufwächst mit ihren Eltern, und das Ganze sprüht schon wieder vor Ideen einfach, ne? Diese Gasballons, gezogen von den Yaks, und wenn man mal guckt, Gasballons, natürlich werden durch Gas in der Luft gehalten, und wenn man also mal genau guckt, wo die Schläuche aus dem Gasballon denn landen am Ende, wenn man da so in der Mitte des Bildes mal guckt, dann weiß man auch, was für Gas das ist, die das Ganze so in die Luft bringt. Oder diese ganzen Ballons in die Luft bringt, um eben diese Weinfässer zu transportieren. Auf dem nächsten Bild
sehen wir dann den Überfall der Piraten. Hatte ich ja eingangs erwähnt, das ist ja so dieser Ausgangspunkt, dieser zentrale Punkt, der die Sangre zu dem werden lässt, was sie denn letztendlich ist. Im Grunde so ein Racheengel. Und ja, auch da wieder, die Piraten kommen auf diesen Drakons angeflogen. Also es gibt viele, viele Kreaturen hier. Im Grunde, wenn man so das Ganze in Rollenspieljargon nochmal bringt, viele Charakterklassen, wie zum Beispiel eben auch diese Charaktere, die Tore aufmachen und so weiter und so fort. Nichtsdestotrotz ist das natürlich eine schlimme Sache, die hier passiert. Und eben, wie gesagt, der Ausgangspunkt, denn hier verliert Sangre ihre gesamte Familie. Auf dieser Seite, da passiert natürlich noch ein kleines bisschen was dazwischen, aber hier findet sich Sangre eben schon wieder in diesem, sagen wir mal, ja, Mädcheninternat, höhere Töchterschule, könnte man vielleicht sagen, wo sie auch, wenn man weiter nach unten guckt, direkt gemobbt wird und einfach, ja, schlecht anerkannt ist, denn ja, das ist eben dieser Klassenunterschied, der da herrscht. Und es kommt, wie es kommen muss. Auf der nächsten Seite zwar so ein paar Jahre dazwischen, aber auch diese Jahre werden gar nicht so breit ausgeführt im Comic. Und Sangre ist jetzt hier, sag ich mal, so eine junge Erwachsene, die sich einfach auf der Straße eine Menge angeeignet hat und sich ganz gut zu behaupten weiß, wie man sieht. Und zusätzlich ja noch ihre Fähigkeit hat, auch um einfach ja die Zeit anzuhalten, wo sie halt immer diesen Preis der Blindheit zahlen muss. Aber sie kommt zurecht, sag ich mal. Und das ist eben der Ausgangspunkt dieser Story, wo sie loszieht, um ihre Eltern zu rächen. Sie ist immer noch der Meinung, ihre Mutter lebt und macht sich eben auf die Suche. Mehr wollen wir gar nicht verraten an dieser Stelle. Wichtig war mir einfach nur, diese Ideen zu zeigen. Da sind natürlich noch viel, viel, viel mehr Ideen drin in diesem Comic und einfach dieser Zeichenstil, der zumindest bei mir ja, Erinnerungen aufweckt eben in die große Zeit der franco-belgischen Fantasy-Comics, die eigentlich immer noch läuft, die große Zeit dieser Comics. Und jetzt gehen wir rüber zum Fazit. Ja, ihr habt es gesehen, zeichnerisch ist das ganz klassische franco-belgische Fantasy-Kunst. Teilweise wirklich großartige, imposante Gemälde, Städte, Ansichten von Landschaften. Dazu Charaktere, die wirklich an ihrer Mimik genau und sehr gut einzuschätzen sind, die eine bestimmte Atmosphäre rüberbringen. Und das ist auf jeden Fall alles sehr gut gelungen. Alles da als Storyteller hier wieder ganz erste Reihe, sage ich einfach mal so. Und es ist ein Comic, das gefällt mir von vorne bis hinten. Es ist wirklich so, ich fühle mich an meine an die Seite erinnert, wo ich wirklich fast ausschließlich franco-belgische Fantasy-Comics gelesen habe und einen nach dem anderen verschlungen habe. Das ist wirklich dieselbe Liga, die hier, also wie eben das angesprochene Landfeuerst, wie die Chroniken des Schwarzen Mondes, wie unzählige andere Serien, sei es Allande, sei es, also einfach Kristallschwert und Vogel der Zeit und so weiter und so weiter. Wollen wir jetzt gar nicht alles ausbreiten, aber genau in diese Kerbe schlägt dieses Comic und genau diese Qualität setzt für mich der erste Band einfach. Na, also er steht da kein Stück zurück. Ich habe das von der ersten bis zur letzten Minute verschlungen. Warte jetzt schon im Grunde sehnsüchtig auf Band 2, der zwar angekündigt ist, aber noch ohne Zeit bisher, aber er wird kommen. Das ist, sage ich mal, für mich erstmal das Wichtigste. Die Story entwickelt sich wunderbar. Am Anfang wird so ein bisschen zwischen den Zeitebenen gesprungen, zwischen jetzt, früher und dazwischen. Was im Grunde ja auch passend ist zum Thema, denn das Mädel hat ja mit der Zeit so ein bisschen zu tun. Und es ist eigentlich ein sehr, sehr, sehr interessanter Charakter, der da heranwächst. Also dieses Ambivalente zwischen gut und doch irgendwie böse. Die Welt, da habe ich eingangs schon von geschwärmt, ist wirklich großartig dargestellt, großartig in Szene gesetzt. Faszinierende Kreaturen, das ist wirklich französische Fantasy vom wirklich aller Feinsten. Ja, ihr seht, ich bin hin und weg. Ich bin, die Charaktere sind toll, die Hauptdarstellerin, diese Sangre ist wirklich eine, mit der man mitfiebert, die auch wirklich sympathisch einfach rüberkommt. Obwohl man dann hier und da immer schon wieder so in Schlucken gerät. Also wenn ihr es lest, werdet ihr sehen, was ich meine. Denn ich sag mal so, ich hatte ja am Anfang gesagt, diese Ambivalenz auch zwischen Gut und Böse bei ihr. Denn der Grad der Brutalität, die sie ansetzt, um zu ihrer Rache zu kommen oder auch zu ihrem zu Informationen, die sie braucht für ihre Rache, der ist wirklich nicht ohne. Und das muss man, glaube ich, auf jeden Fall, ja, da sollte man keine zu große Abneigung haben. Es ist wirklich schon etwas heftiger. Also auch im Grunde
so ein Grad an Brutalität, der nicht ganz so häufig ist, finde ich, in französischen Comics dieser Art. Und nichtsdestotrotz ist es wirklich von vorne bis hinten zu lesen. Und ich hatte eingangs erwähnt, dass Landfalls von Treu eigentlich so eine ganz humorige Serie war und Treu von Treu dann auch. Aber das hier nicht. Aber das macht gar nichts, denn das, was dieser, das würde auch alles kaputt machen, sage ich ganz einfach mal. Das, was es das Comic macht, macht es einfach großartig. Es ist super gut erzählte französische Fantasy-Kost. Und in diesem Sinne kann ich das Ganze nur einfach wirklich wärmstens empfehlen. Kennt ihr es? Das wäre meine Idee. Kennt ihr Sangre? Ist ja schon ein bisschen auf dem Markt. Sagt euch das was? Habt ihr das schon gelesen oder von gehört? Interesse, französische Fantasy, weiß ich ja, gibt es einige Liebhaber, die denn daher sind. In diesem Fall, das würde mich mal interessieren. Ansonsten sage ich an dieser Stelle einfach mal, besten Dank fürs Zugucken. Wenn es euch gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen. Ich freue mich auch über Abos und jedwede Rückmeldung. Und sag mal, bis zum nächsten Mal. Besten Dank und tschüss.